Schneide ich dann. Alles klar. Ja, Ist das nicht eine ganz wilde Verschwörungstheorie, dass dieses Massaker etwas anderes als ein Amoklauf eines verrückten Einzeltäters war? erstens mal, ich stelle in diesem Lied durchgehend Fragen. Ja, ich glaube, das häufigste Satzzeichen in diesem Lied ist ein Fragezeichen. Das heißt ja auch im Refrain. Wir fragen mehr nicht. Jetzt ist es halt so, ich bin von der Kindheit her sehr geprägt von dem Oktoberfest-Attentat 1980. Ich war damals 5 Jahre alt und bin ja in München aufgewachsen und die Vorstellung, die man als Kind vom Oktoberfest, ich habe auch einen sehr bayerischen Vater, ja, vermittelt bekommen hat, die war halt Oktoberfest, da sind alle lustig, alle feiern, da gibt es lustige Sachen für Kinder und so, das war Oktoberfest. Dann plötzlich geht da diese Bombe hoch, Menschen sterben und ich war so geschockt davon, dass ich im nächsten Urlaub, wir waren in Südtirol, immer in die Brief, in die Papierkörbe geschaut habe, ob da eine Bombe drin liegt. Weil ich eben gehört hatte, dass die Bombe beim Oktoberfest auch in einem Papierkorb drin war. Damals hieß es dann, ich habe natürlich auch als Kind schon gefragt, ja, warum hat das, wer hat das gemacht, wer war ein Ding? Und da hieß es halt einfach ein Verrückter. Ja? Das Oktoberfest-Attentat ist bis heute ungeklärt und inzwischen wird wenigstens auch offiziell zugegeben, dass es ungeklärt ist und die Einzeltäterthese ist sehr erschüttert. Was jetzt Utøya angeht und Oslo, es war ja ein Doppelanschlag, ist es wirklich nicht so, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich weiß da irgendwas, was außer mir keiner weiß. Das maße ich mir nicht an. Und ich habe auch in dem Zusammenhang keine Insider-Informationen oder ich spekuliere da auch nicht wild rum. Mir geht es zunächst mal darum, diese Wunde, die Utøya, wo über 70 Jugendliche erschossen worden sind, die geradezu hingerichtet worden sind, offen zu halten. Ich möchte, dass wir uns an Utøya erinnern, dass es nicht aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sein wird eines Tages und ich möchte auch, dass wir über die Verantwortlichen von Utøya reden. Und jetzt mal vollkommen abgesehen davon, was an dem Tag selber passiert ist, hat in Norwegen, in Deutschland, in ganz Europa, weltweit seit 10, 15 Jahren eine Dauerkampagne Fuß gefasst, die den Moslem und den Islam als Ansammlung von Terroristen und als eine terroristische Religion malt. Jetzt bin ich bekanntlich auch aus meinen privaten Gründen kein Fan von monotheistischen Religionen und ehrlich gesagt, ich mag das Christentum so wenig wie den Islam in seiner jeweiligen sozusagen institutionellen Ausprägung. Aber ich kenne eben auch sehr viele Christen, die total cool sind und ich kenne auch sehr viele Moslems, die total cool sind. Ja? Aber Breivik, der Attentäter, hat sich in diesem Manifest, was er geschrieben hat, sehr deutlich auf antimuslimische Hetzer bezogen, zum Beispiel auf Henrik M. Broder. Breivik, der Attentäter von Utøya, hat in seinem Manifest Henrik M. Broder ausführlich zitiert. Und das finde ich ja schon komisch. Wenn derselbe Broder einem Ken Jebsen unterstellt, er sei Holocaust-Leugner, wo ich dir 50 Stellen in den Videos zeigen kann, wo Ken sich klipp und klar über den Holocaust und das auch analysiert und pipapo und sonst was. Und das reicht dann so ungefähr, das zitiert man rauf und runter, um Ken zu diffamieren. Aber dass derselbe Henrik M. Broder von einem Massenmörder und Faschisten in Norwegen zustimmend mehrfach zitiert wurde,
Ja, das hat man irgendwie wieder vergessen, das spielt keine Rolle, das ändert nichts daran, dass man Henrik M. Bruder weiter in Talkshows einlädt und so weiter und so fort. Das ist halt komisch. Und da habe ich zum Beispiel diese Frage gestellt in meinem Lied. Wer sind denn da die Büchsenspanner? Ja? Ich singe konkret, kann man denn ständig über Minderheiten hetzen, Sündenböcke auf die Abschussliste setzen, aber dann, wenn einer schießt, und zwar einer, der eure Texte liest, dann hat man nichts damit zu schaffen, Kriege schaffen ohne Waffen. Weißt du? Und die weitere Frage, wie der Anschlag da konkret abgelaufen ist und so weiter, also ich habe mich in den Tagen des Anschlags mit einem Bundeswehrsoldaten unterhalten, der gerade in der Nahkampfausbildung war, und habe ihn gefragt, jetzt sag mal ehrlich, wie siehst du das? Ich meine, da sprengt einer erste Fall über Regierungsviertel in Oslo, setzt sich dann ins Taxi, fährt an den Strand, setzt sich auf ein Boot, setzt auf die Insel über, erschießt da 70 Leute und sitzt zum Schluss seelenruhig auf einer Bank. Und er sagte, also entweder das ist ein absoluter Top-Elite-Soldat, aber eigentlich geht es nicht. So. Diese Fragen werfe ich auf und ich tue das nicht in irgendeinem Wissen, wie es gewesen ist, keine Ahnung. Ich sage nur, dass mir auch an diesem Anschlag erstens mal auffällt, dass es ein geistiges Klima gibt, was ihn möglich gemacht hat, wo Leute seit Jahren pauschalisierend und auf die ätzendste Art gegen Moslems hetzen. Und ich habe, weißt du, ich habe in Köln-Mülheim gewohnt. Ich habe in St. Georg und in Altona gewohnt, in Hamburg. Ich meine, ich habe in muslimisch dominierten Vierteln gewohnt. Und ich bin da mit dem Rock rumgelaufen und mit lackierten Fingernägeln und, verstehst du, aufgemaschelt wie ein Christbaum. Und ich wurde nicht irgendwie ständig verprügelt oder so, sondern ich wurde mit sehr viel Respekt und muss ich sagen, wirklich sehr freundlich da behandelt. Also, und das ist für mich eben ein Hintergrund, den man auch darstellen muss. Ja? Und ja, generell ist es, glaube ich, auch ein gelungenes Lied. Es hat eine sehr, sehr schöne Klavierbegleitung und auch eine schöne Gitarrenbegleitung. Es hat eine schöne Melodie. Und es lebt eben von einem Spannungsverhältnis zwischen einer naiven Frageposition und eigentlich auch einer sozusagen schönen, harmonischen, musikalischen Ausgestaltung und sehr bitteren Fragen, die da gestellt werden. Ja, und das ist halt, weißt du, ich weiß es ja auch oft nicht. Du bist Internetteilnehmer, du kriegst die Information, jene Information. Manchmal kannst du rausfinden, dass was definitiv gelogen ist. Oft stehst du einfach da und sagst, ich weiß es nicht, ich kann nicht ständig in die Ukraine fliegen und selber nachschauen, ich kann nicht, es ist schwierig. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das Recht nicht nehmen lassen, Fragen zu stellen. Aber wir haben es gesagt, wenn ich stehe, dann schaut mein Kopf praktisch oben ins Dunkle. Weil der Scheinwerfer ist schlecht eingestellt. Das stimmt nicht. Die Box ist davor. Deshalb bist du dann im Schatten und siehst aus wie der kopflose Nick. Ich denke, man würde mich trotzdem noch erkennen. Es ist auch in Ordnung. Mir ist am Anfang erst einmal wichtig, also mitzuteilen, dass es mir so absolut beschissen geht. Ich habe anhand der Reaktionen auf Facebook also festgestellt, dass das sehr gut ankommt. Danke. 2011 war so ein Jahr, da ist das toll angekommen, wenn man das so mitgeteilt hat, dass man sich hingestellt hat. Und so. Scheiße. Dann habe ich im Krankenhaus habe ich dann mal wieder ferngesehen. Ja, das mache ich sonst nicht. Ich habe 14 Tage nach dem 11. September 2001 meinen Fernseher abgeschafft, weil ich gesagt habe, das macht sie mit mir bloß einmal. Und dann habe ich jetzt einmal wieder im Krankenhaus, ab ein paar Tagen musst du Fernsehen, und dann habe ich mir das nochmal wieder angeschaut. Es ist ja, ich habe gar nicht gewusst, wie sehr die das noch alles im Griff haben. Ja, das ist mir beim Fernsehen dann so aufgefallen, dass sie es doch noch alles total im Griff haben. Thank you.
Norwegen. Ich kenn mich keinen Meter besser aus in Süd-Norwegen. Ich war noch nie in Oslo, wollte auch eigentlich nie hin. Lillehammer musste ich googeln, ob die nicht in Schweden sind. Jetzt kenne ich die Insel Utøya. Das heißt, so richtig kenne nicht, ich war nie da. Doch im Herzen den Gedanken, den Vergeblichen, den Kranken kenne ich jeden Baum der Insel, wie sie war. Hinzuweisen des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. Zum Beispiel Bering, Breivik, wer bist du oder was? Massenmordmaschine, Muskeln, Hirn und Hass. Autor von Riesenmanifesten, der wiegt den Bombentesten, bombst in Oslo und gleich wieder schießt du 70 Leute nieder. Ich frag mich, kann das so gewesen sein? So schnell, so cool und ganz und gar allein. Superhenker, Superhenker, Medienprofi, Höllensohn. Woher hattest du das Geld, die Waffen und die Munition? Dieses Nazi-Schwein, ein irrer Einzeltäter, ganz ohne Nazi-Schweinebande, ohne Auftraggeber, auf das Komische im Tragischen hinzuweisen, des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. So Fragen hätte ich auch an Henrik M. Bruder, an Jürgen Elsässer und Thilo Sarrazin. Waren das nicht dieselben Kugeln aus Hass und Ignoranz in Breiviks Magazin und anderen aus hohem Glanz? Ja, kann man denn ständig über Minderheiten hetzen, Sündenböcke auf die Abschussliste setzen? Aber dann, wenn einer schießt, so einer, der die Texte liest, dann hat man nichts damit zu schaffen, Kriege schaffen ohne Waffen. Von vorne oder von hinten, an diesen Mörderflinten haben viele mitgespannt, in mehr als einem Land, an das Komische im Tragischen hinzuweisen, des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen, mehr nicht. Die Fahne Norwegens, die sah ich nur bisher, bei so paar Steiner Nazis, die tun sich jetzt schwer, ihre Freude zu verbergen über diesen Massenmord an 70 linken Jugendlichen auf der Insel hinterm Fjord. Die Fahne Norwegens hängt auf halber Höhe, jetzt hat dieses kleine Land sich etwa widersetzt. Ihr habt ja nur genervt in der NATO, den Euro nie gehabt. Sind sowas auch so Gründe für so ein Attentat? Ich stelle nur Fragen, die scheinbar keiner stellt. Vielleicht auch besser so, wer weiß, wem es missfällt. Ich kann auch keine Antworten sagen. Und ich schwieg seit vielen Tagen vor Entsetzen unter Tränen. Doch jetzt möchte ich es erwähnen. Geschehen ist in Oslo und in Utøya. Ich muss gestehen, mir ist da einiges noch immer nicht ganz klar. Auf das Komische, dem Tragischen hinzuweisen, des Sängers traurige Pflicht, ich stelle Fragen.